Ja, das heißt, ich muss jetzt schon zu Level wechseln. Gespannt, wie Spiel was sieht. Oh. Ich kann den nicht befreien. Ah, aber den Raum kann ich öffnen. Gut, das Badezimmer ist jetzt offen. Die Frage ist, kann ich den anderen Raum vielleicht auch noch öffnen? Und lieber geschlossen. Dieses gruselige Pony war aber so das Sachen. Ich glaube aber nicht, dass es ihr gehört. Aber warum kann er das Schloss nicht zerstören? Strange. Aber ich gehe mal ins Badezimmer speziell und schaue, was passiert. Beziehungsweise kann Larry auch ins Badezimmer, theoretisch. Da wegen was Dunkles im Heisel. Hä? Da komme ich jetzt immer noch nicht dran. Na gut, was ist, wenn Larry ins Bad geht? Stimmt, das ist nett. Ich denke, ich sollte es. Okay, er kann was nehmen. Ah, der 201 Schlüssel. Perfekt. Er konnte es kurz nehmen, weil es sehr runtergespült hat, wahrscheinlich. Schlafzimmer Nummer 2. Kann ich dabei nichts machen? Badezimmer. Ich weiß auch nie, wo genau ich meine coole Macht einsetzen muss. Ich glaube, Larry kann da dabei nichts machen. Gut, ich wechsle zu Cell. Schlafzimmer. Hä, hier sind die Räume ganz anders. Das sind jetzt zwei Schlafzimmer. Ich habe mich schon gewundert, weil es waren immer zwei bei der Packerton. Also quasi da kommt der gar nicht. Haben wir jemals den Safe geöffnet? Nein. Hä, der ist offen plötzlich. In diesem Raum kommt aber der Level leider nicht. Da kommt wieder reinkommen. Wer hat den Safe bitte geöffnet? Da müsste ja noch jemand aus uns hier sein, der da mitwirkt. Ah, vielleicht kann ich die Ziege wieder rufen jetzt. Wenn ich alles durchgehe. Ah, irgendwie so geht das nicht. Da ist uns auch nichts weiter. Noch ganz kurz probieren, wenn ich bei dem Safe. Da meine Gitarre auspack. Sinnlos. Hä? Verdammt, die Batterie ist leer. Hoffentlich geht's tot gut. Gut. Was kann ich denn damit Level machen? Doch, darf ich irgendwas? Theoretisch müsste Larry irgendwas machen. Aber ich finde es auch strange, dass das. Ah, jetzt ist der Schlafzimmer Nummer 1 da plötzlich. Okay. Ja, gut. Also, Sally hat ihm quasi das Zimmer freigeschalten. Ich kann trotzdem jetzt nichts damit machen. Oder heißt das nur, dass ich quasi jetzt draußen da wieder durchkomme? Mehr kann ich da nicht machen. Außer Larry kann jetzt draußen das Siegel brechen.
Ah. Lass mich da wieder schnell das Spiel. Ist auch so blöd mit der Steuerung, nämlich. Wo ist das Zeichen? Ich sehe es nicht da. Wow, fuck, ist das schwer. Wenn ich so blöd, nämlich mit JKL steuert man das. Schwieriger. Drei zugesperrt, vielleicht kann Larry's öffnen. 204. Ein Badezimmer. Da ist sonst nichts Interessantes. Mal ins Bad reinschauen. Auch nichts Interessantes auf den ersten Blick. Da muss Larry uns wohl die Tür da öffnen. Oh, die ist bei ihm sogar ganz weg. Naja, gut, aber da kann er rein wenigstens. Das ist ein Pentagramm am Boden. Ich schaffe mal noch kurz ins Bad. Auch nichts. Okay, na dann, ganz klassisch am Pentagramm. Oh shit, da passiert auch nichts. Achso, ich kann ja runter auch noch sowieso. Ich dachte gerade, wie komme ich weiter, aber ich kann ja runtergehen. Was ist, wenn ich da mit Pentagramm spiele? Nichts, okay. Na gut, dann gehen wir halt runter. Ja. Ich hoffe, ich kann dann später den Aufzug wieder benutzen. Rosenbergs frühere Wohnung zugesperrt. Hallo, Mrs. Gibson. Oh, aus diesem Raum riecht es ranzig. Ich komme leider nicht rein, weil sie das Vorhängeschloss drin hat. Na gut, mal schauen, was Larry machen kann. Ja, auch runter. Drop down stand er gerade. Haben sie vergessen zum Übersetzen? Hier fehlt wieder komplett. Kommt aber auch nicht weiter. Ah, er kann einfach sofort das Siegel brechen, okay. Gut, jetzt wird's schwer. Weil jetzt muss ich alle diese Dinge machen. Das sind jetzt Probleme. Wo ist dieses Zeichen? Ich sehe es gar nicht gerade. Das ist da unten. Fuck, wie langsam man da ist. Kommt das da unten den noch? Nein, es war so knapp. Ah, das ist so blöd mit der Steuerung. Okay, das kann ich jetzt schon aufgeben. Vor allem, es sind so viele Zeichen, dass man sich nicht mehr gescheit merken kann, wo die jetzt genau waren. Ja, weiter drüben. Es sind zum Glück immer dieselben, also man kann zumindest erahnen, wo man hin muss. Au, verklickt auch noch, shit. Was? Ich hab's doch geschafft? Hä? Ich hab's doch gerade geschafft. Ich finde das Zeichen schon. Da ist es. Was? Da fehlt mir dann noch ein Zimmer. Thank you.
Oh, endlich. Puh, das war schon schwer. Mr. Edisons Wohnung. Ein Junge steht am Scheideweg der Vergessenheit. Unbekannte Stimme, angetan von dem unendlichen Abgrund. Gequält und gebunden an die Welt der Sterblichen. Gefangener von Fleisch und Knochen. Terence? Wie lang bist du schon so? Das geht ab. Diese ganzen Kaffee-Dinger im Hintergrund. Oh shit! Was geht da ab? Hat der Kult das mit ihnen angestellt? Das Kind wählt nicht sein eigenes Schicksal. Es war schon immer so. Terence Edisons wahre Form, okay. Bald schon verstehst du die wahre Harmonie des Unendlichen. Bist du der Unendliche? Warum infizierst du die Seele in diesem Haus? Die Finsternis umschließt alles und gehorcht unseren Befehlen. Wir bestehen für immer. Wir sind über den Tod hinausgegangen. Terence, ich weiß, dass du da irgendwo drin bist. Du musst damit aufhören. Das Kind, dessen Namen du nennst, gibt es nicht mehr. Deine Anstrengungen sind sinnlos. Dann werde ich dich eben aufhalten müssen. Du wirst es versuchen und scheitern. Wie es immer geschieht. Was? Shit, 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 was? Mega stressig, diese Quicktime-Events. Ich kann gerade nicht drehen, ich muss mich konzentrieren. Oh fuck, das wird immer schwieriger. Oh nein, da bin ich immer zurück. Oh shit. Ich sehe das Zeichen nicht da. Das ist echt schwierig leider. Weil die Steuerung noch so komisch ist. Das ist knapp. Das wird jetzt hart. Shit. Hä? Ha, ich hab doch runtergesteuert. Mach doch nicht so schnell. Oh nein. Das ist echt. Ich hasse solche Sachen. Wer weiß, wie oft ich das noch machen muss jetzt. Endlich. Ich hoffe, das war's.